Herzlich willkommen beim psychologischen Quartett von Sinova Psychologie. Heute mit dem Thema Unvollkommenheit und Leben. Und ich freue mich, hier besondere Gäste begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt Frau Reinhild Burgdörfer. Sie ist in Ludwigshafen-Gartenstadt mit 3 Brüdern aufgewachsen. Sie hat nach dem Abitur ein Theologiestudium absolviert, war während ihres Vikariats in Alsenz, danach 10 Jahre in Homburg und Bruchdorf-Sanddorf. Sie ist verheiratet, sie ist Pfarrerin in Ludwigshafen-Ockersheim und sie hat allein schon durch diese Arbeit mit Unvollkommenheit und Leben zu tun. Herzlich willkommen, Frau Burgdörfer. Neben mir sitzt Herr Udo Matthies. Herr Matthies lebt mit seiner Partnerin zusammen in Grünstadt. Er selbst war 18 Jahre im Presbyterium der protestantischen Kirchengemeinde. Er war in dieser Zeit in vielen Freizeitgruppen aktiv. Er ist seit 3 Jahren Ehrenpresbyter und war durch seine Kontakte mit sehr vielen Menschen immer wieder mit dem Thema der Unvollkommenheit und des Lebens konfrontiert. Herzlich willkommen, Herr Matthies. Und mir gegenüber sitzt meine liebe Frau Sigrid Wagner. Sie ist Persönlichkeits- und Ermutigungstrainerin. Wir nennen das in der Individualpsychologie Encouraging-Trainerin. Und sie bietet zu den hier behandelten Themen in Kleingruppen Seminare an. Sie ist ebenfalls psychologische Beraterin. Und ich freue mich, mit dir diese Sendung gestalten zu dürfen, Sigi. Ja, der Bereich Unvollkommenheit und Leben. Und ich möchte noch mal ganz kurz die Definition von Vollkommenheit hier vortragen. Vollkommenheit ist eigentlich ein Zustand, der sich nicht mehr weiter verbessern lässt, im Sinne von vollendet. Es ist ein makelloser Zustand und er ist deshalb auch ein Ideal. Und Vollkommenheit ist eigentlich immer ein Ziel. Es ist unmöglich, es zu erreichen. Und wir tun unser Bestes, wir gehen in die Richtung hin und wir entwickeln uns in Richtung Vollkommenheit, letztendlich ohne sie erreichen zu können. Und die Diagnose eines Menschen könnte eigentlich lauten, er ist chronisch menschlich unvollkommen. Herr Matthies, Unvollkommenheit und Leben, was sagen Sie denn dazu? Im Grunde haben Sie ja in der Kürze der Zeit fast alles erwähnt. Ne? Oh. Die Vollkommenheit natürlich, ein Ziel, das man anstrebt, wohl wissend, dass man es nicht erreichen kann. Aber wenn ich das Ziel nicht mehr habe, würde sich der Einsatz auch nicht mehr lohnen. Ja, Sie sagten aber jetzt wohlwissend, dass man, wissen das die Leute? Sie haben ja viel mit Menschen zu tun gehabt. Wissen die das, dass das nicht erreichbar ist? Die anderen wissen, das weiß ich jetzt wieder nicht. Ha? Also ich weiß, dass ich ein Ziel habe und selbst wenn ich weiß, dass ich es nicht erreichen werde oder nicht in der gewünschten Zeit oder nicht in der erhofften und erwarteten Vollkommenheit, würde ich es trotzdem anstreben und immer dieses Ziel verfolgen. Aber Sie würden sich nicht als vollkommen bezeichnen? Keineswegs. Keineswegs. Aber Sie sind auf dem Weg dahin. Das ist ja das Ziel. Das ist das Ziel. Ja, und das strebe ich ein Leben lang an. Ja. Jetzt mit, im Umgang mit den vielen Leuten, wo Sie in Ihren Freizeitaktivitäten, Vorlesestunden und so weiter, was Sie mir alles mal erzählt hatten und auch in einer anderen Sendung ja schon drüber berichtet hatten, wie ist Ihnen denn das da bei anderen Menschen begegnet? Haben Sie da Menschen erlebt, die sich vollkommen gefühlt hatten? Ja, glaube ich schon, dass mir Menschen begegnet sind, die glaubten, sie wären vollkommen oder wären perfekt. Und das hört man aber, das fühlt man im Kontakt. Nicht? Ja. Und ich gehe dann innerlich immer lieber noch einen Schritt zurück und denke, naja, ich weiß nicht. Ich würde mit diesen Menschen nicht so auf einer Welle funken können, wenn einer für sich beansprucht, perfekt und vollkommen zu sein. Also Ich kann mir das nicht vorstellen, aber es gibt bestimmt welche und mir sind auch schon welche begegnet, die sich so gegeben haben, als wären sie über allen Dingen erhaben. Richtig, in Richtung Götter. Ja, von mir aus. So. Ja, ja. Frau Burgdörfer, kennen Sie das aus Ihrer Arbeit oder aus Ihrem Umfeld?
Ja, während ich jetzt dem Herrn Matthies so zugehört habe, sind mir natürlich verschiedene Situationen mit Menschen so durch den Kopf gegangen. Und zum einen natürlich, nobody is perfect, ist schon auch ein Satz, den ich voll unterschreiben würde. Ich selbstverständlich auch nicht. Aber es kommt für mich immer sehr darauf an, wie jemand auch mit seinen Fehlern umgeht. Ob ich das Gefühl habe, es ist völlig egal, er bemüht sich auch überhaupt nicht, die irgendwie in Zukunft zu vermeiden. Oder ist eben so dieses Streben danach, doch Fehler, auf die man dann mal hingewiesen worden ist, auf die ich hinweisen musste, das nächste Mal vielleicht doch zu vermeiden? Oder hat man sich einfach so eingerichtet in dieser Unvollkommenheit? Damit muss ich dann halt so leben. Also da ist für mich schon und auch ein Unterschied, auch wenn jemand Fehler zugeben kann und sagt, ja, hab ich einen Fehler gemacht, ich versuche es besser zu machen. Es gibt ja genug Fehler, man muss eigentlich einen Fehler selten zweimal machen. Es gibt immer wieder was anderes, wo ich auch selber merke, okay, ja, hast du jetzt auch wieder nicht so ganz richtig hingekriegt. Also es ist, natürlich sind wir nicht vollkommen, aber so dieses Arbeiten daran, Fehler zu vermeiden, ist für mich schon auch was, also ist mir schon ein Anliegen, auch gerade im beruflichen Bereich. Also dass wir da nicht permanent offene Flanken anbieten, wo die Arbeit boykottiert wird oder so. Also das ist von der Außenwahrnehmung her, denke ich, schon auch schwierig, wenn immer wieder dieselben Fehler gemacht werden. Ja, es ist ja, Sie erwähnten das Wort Boykott. Boykottieren ist ja bewusst etwas falsch machen. Nicht? Und ich habe ja auch gesagt, kein Kind geht in die Schule, um Fehler zu machen. Nicht? Die passieren einfach. Ja, und in dem Moment, wo also etwas bewusst dann falsch gemacht wird, auch in einer Firma oder im Zusammenleben mit Menschen im Verein oder was weiß ich, in einer Gemeinschaft, wo etwas bewusst dann falsch gemacht wird, da geht es in Boykott über. Sigi, Boykott, kennst du das oder wie begegnet dir das denn? Also, Boykott ist mir eigentlich noch nicht begegnet. Boykott nicht. Nein. Ja. Aber die Unvollkommenheit wohl? Die Unvollkommenheit wohl. Und ich denke, was Sie gerade gesagt haben, wenn man einen Fehler zugibt, dann ist man schon auf dem richtigen Weg in Richtung Vollkommenheit. Ja. Ja. Wenn jemand in der Lage ist, Fehler zuzugeben. Ich habe viele Menschen getroffen, die an nichts schuld. Das sind immer die anderen schuld. Also, ja, genau, das sind die anderen schuld. Die diese Erkenntnis haben, dass sie auch einen Anteil an all den Dingen haben. Mhm. Ja? Und in meinem Training gibt es diesen Satz, jeder gibt immer sein Bestes. Das, was er in dem Moment gerade kann. Mhm. Also auch wenn jemand boykottiert oder sich schlecht verhält, mehr kann er in dem Moment nicht, weil er von seiner Entwicklung halt noch nicht so weit ist. Mhm. Jetzt gibt es ja auch den Punkt, dass wir immer wieder auf unsere Mängel hingewiesen werden. Wir sind in einer Gesellschaft, wie ich schon gesagt habe, wird es fehlerbezogen und so weiter. Es wird auf die Mängel hingewiesen. Und warum passiert das, Herr Matthies? Warum wird auf die Mängel hingewiesen? Vielleicht will sich das Gegenüber, der mich auf meine Fehler hinweist, sich damit in ein besseres Licht drücken, in eine bessere Position bringen. Mhm. Wobei ich persönlich überhaupt keine Probleme habe, Fehler einzugestehen, Fehler zuzugeben und aus den Fehlern, aus der Schwäche eine Stärke zu machen. Das macht mich innerlich zufrieden. Wenn ich einen Fehler erkenne und den zugeben kann, den eingestehe, dann diese Einsicht, die macht mich stärker und das tut mir gut. Sie werden als, menschlicher, ne? Ja, als den Fehler in mich hineinzufressen oder den zu ignorieren, nicht einzugestehen oder nicht zuzugeben. Oder übertünchen. Nee, ich habe einen Fehler, den sehe ich ein, ich versuche es besser zu machen in der Zukunft und das macht mich innerlich stärker. Ja, und dann gibt es ja noch so hartgesottene Genossen, die dann wieder besseres Wissen dabei bleiben. Wie so ein Kind in der Trotzphase. Ja, gut, okay, aber das ist nicht nur eine kindliche Eigenschaft. Ich glaube, das sind wir in allen Altersgruppen und in allen Lebenslagen immer wieder. Ja, ja, der Trotz, das nicht zugeben, aber das ist keine Stärke, das ist eher eine Schwäche, wenn einer einen Fehler nicht zugibt. Mhm, ja, jetzt sagt man ja, wenn ich Fehler
erkennen kann oder meine Unvollkommenheit erkennen kann, Frau Burgdörfer. Wie weit geht denn da die Bereitschaft, das zuzugeben? Man macht sich ja, weil gerade gesagt, dadurch auch menschlich. Ja, das finde ich auch. Also das hat für uns auch ja, theologisch dieses Wort Gnade, also auch gnädig mit den Unvollkommenheiten meiner Umwelt umzugehen und mit meinen auch. Darf ich auch gnädig sein, wenn ich Fehler mache? Mhm. Es kommt halt wirklich darauf an, bin ich bereit, daraus zu lernen oder nehme ich einfach für mich das so hin und ruhe mich darauf aus, dass die Menschen mit meinen Unvollkommenheiten leben müssen und ich mich nicht bemühe, es irgendwie anders auszubauen. Zum anderen ist mir eingefallen, dass wir heute eigentlich, gerade auch in der Pädagogik, eigentlich nicht mehr auf die Unvollkommenheiten versuchen hinzuweisen, sondern eben auf die Ressourcen, die jeder Mensch auch hat, um eben dieses negative Gefühl erstmal unvollkommen zu sein. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Glücksgefühl, was damit ausgelöst wird, zu vermeiden und zu gucken, wo sind aber die Ressourcen. Wir hatten es vorhin ja auch davon, also jedes Kind hat Möglichkeiten, die ich entwickeln kann. Wenn ich nicht eine genaue Vorstellung habe, was ist denn eigentlich Vollkommenheit für diesen Menschen? Das kann ich ja nicht machen. Da würde ich auch sagen, müsste es auch ein Bilderverbot geben über die Vollkommenheit dieses Menschen, dem ich jetzt gerade gegenüber sitze oder stehe. Wenn ich den Eindruck habe, da ist ein Defizit, liegt das ja vielleicht auch an mir. Dass ich da was erwarte, was ich von diesem Menschen nicht erwarten sollte, weil er andere Ressourcen hat. Sigi, wie ist das mit den Erwartungen an die anderen? Ja, wir können ohne Erwartungen ja nicht leben. Also wir haben immer irgendwelche Erwartungen. Das Leben ist schöner, wenn man die Erwartungen an andere Menschen etwas nach unten Täuschungen zu vermeiden. Ja, auf jeden Fall. Also, und dann kann man sich mehr freuen, wenn da wirklich etwas zurückkommt, was man vielleicht in seinem tiefsten Innersten erwartet hat, aber nicht so direkt ausgestrahlt hat. Ja. Also Erwartung heißt doch eigentlich, dass ich davon ausgehe, dass der andere so wie er ist, nicht gut genug ist. Er erwartet, dass er anders ist. Das heißt, ich akzeptiere ihn eigentlich nicht. Ja. Er ist so nicht gut genug. Und die Akzeptanz des anderen, Frau Burgdörfer, Sie sprachen ja da auch eben von diesen Dingen, die Akzeptanz des anderen, die setzt doch eigentlich voraus, dass ich mich selbst akzeptiere. Auf jeden Fall. Also ich meine, nicht umsonst heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dass sich selbst lieben, das ist ja auch eine durchaus schwierige Lebensaufgabe, dass auch ich mich selbst mit meinen Unvollkommenheiten akzeptieren und das lieben lernen, wenn ich dem Bild, was ich vielleicht auch mal irgendwann von mir entwickelt habe, nicht entsprechen kann. Und das auf jeden Fall ist eine Sache irgendwie immer von Geben und Nehmen auch von ich hatte natürlich auch mal geschaut, was sagt denn die Bibel zu Vollkommenheit und Unvollkommenheit, und über alles zieht an das Band der Liebe, das ist das Band der Vollkommenheit. Also wenn ich jemand liebevoll anblicken kann, dann kann ich mit den Fehlern auch besser umgehen und damit einfach leben und arbeite mich nicht an etwas ab, was ich eigentlich nicht ändern kann. Also entweder liebe ich diesen anderen Menschen oder ich werfe ihm permanent explizit oder auch eben nonverbal seine Unvollkommenheit vor. Und das ist sicher der Tod der Liebe, über kurz oder lang. Wenn ich den Punkt mal aufgreife, Herr Matthies, ich könnte ja auch sagen, wenn ich einen anderen Menschen betrachte, ich weiß ja nicht, wo der steht. Wie weit der jeder Mensch entwickelt sich ja anders. Wir entwickeln uns ja mit anderer Geschwindigkeit. Ist das nicht so etwas dann, wie dass ich den auf seinem Weg annehme, den anderen? Auch wenn ich denke, naja, bei dem mangelt es ja auch noch ein bisschen hier und da. Ich persönlich
habe die Erfahrung gemacht, dass ich ganz gut damit fahre. Einem Menschen, der mir neu begegnet. Andere mögen es anders sehen. Bei 100%. Der Mensch ist für mich, naja, mit das Gänsefüßchen, vollkommen. Aber ohne negative Vorurteile. Ja. Ich habe den Menschen mit positiven Aspekten jetzt begegnet. Ich sehe ihn und der ist für mich im Moment fehlerfrei. Es hört sich ein bisschen kompliziert an. Und er sägt im Laufe der Zeit, wenn man so will, wenn ich ihn länger kennenlerne, an seinem eigenen Stuhl und die Defizite kristallisieren sich heraus. Es gibt andere, die sagen, nee, bei mir ist der Mensch null, der muss sich erstmal seine Punkte sammeln und seine Vorteile erwirtschaften, um bei mir Wohlgefallen zu finden, um bei mir anzukommen. Nein, ich sehe ihn erstmal 100% und dann stelle ich fest, naja, hier ist es ein bisschen, aber damit kann ich leben, damit kann der leben und so weiter. Nicht? Aber im ersten Moment bin ich diesem Mensch wohlgesonnen und positiv gegenüber eingestellt. Das ist ja ähnlich wie in der Verliebtheit. Wenn wir unseren Partner, und das ist ja auch so ein Beispiel, den annehmen, der ist ja auch nicht vollkommen. Sigi, ich nehme nicht an, dass du mich als vollkommen erlebst. Ne? Danke. Ich erlebe auch so diese Dinge. Aber das wäre doch der Bereich, wo man sagen kann, da nimmt man den an. Warum kann ich das nicht im anderen Leben machen? Im Umgang mit... Ja. Persönlich. Ja, Sie persönlich, genau. Ja. Aber warum gibt es so viele Schwierigkeiten? Das mit der Liebe oder so. Genau so. Im ersten Moment alles prima. Und dass die Zeit wird das zeigen, wie sich das nach unten von mir aus entwickelt, um dann festzustellen, nee, also das ist doch nichts für mich, diese Freundschaft. Es muss nicht die Beziehung sein auf geschlechtlicher Ebene, sondern überhaupt. Es gibt Menschen, mit denen ich gelernt habe, nicht mehr klarkommen zu können. Mit denen, und dann distanziere ich mich. Ja, gut, man muss ja auch nicht mit jedem Menschen klarkommen. Das ist ja kein Gebot. Es gibt auch Menschen, da bleibe ich dann besser weg von. Ja, ich habe ein gutes Beispiel. Ja. Ich gehe regelmäßig wandern und ich hatte vor Jahren in der Wandergruppe eine Mitwanderin, der bin ich völlig unvoreingenommen gegenüber entgegengetreten und im Laufe der Monate hat sich herausgestellt, dass ich mit der Frau nie und nimmer klarkommen würde. Weder privat noch freundschaftlich und habe mich distanziert und die ist jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr in der Gruppe dabei. Die hat sich selber eliminiert, wenn man so will. Ne? Ja. Die kam nicht an, also ich war nicht der Einzige, der das so empfunden hat. Ne? Mhm. Aber ich habe dann auch zu meiner Lebensgefährtin gesagt, Peter, also mit der komme ich nicht klar. Das tut mir leid, also ich möchte da auch privat nichts anfangen. Ja, gut, das sind dann klare Und Aussagen. Und dann haben wir uns auch distanziert. Mhm. Ja. Sigi, jetzt hast du ja auch Gruppen, wo also auch Leute kommen, die unvollkommen sind. Manche fühlen sich so. Gibt es auch welche, die sich nicht so fühlen? Habe ich persönlich noch nicht erlebt, also vielleicht im Arbeitsbereich, ja, aber in meinen Gruppen. Ja. Ist da ein Unterschied zwischen den Gruppen und dem Arbeitsbereich? Ja, natürlich. Also wo liegt der denn da drin? Die Menschen, die in meine Gruppen kommen, die möchten an sich etwas tun. Mhm. Die möchten sich verändern, die möchten vollkommener werden. Und im Arbeitsbereich, da gibt es doch ganz viele Probleme und Schwierigkeiten, also... Mhm. Ja gut, ich meine, das weiß ich ja auch, Mobbing und Zoff und so weiter ist ja üblich und Krankenschwestern sind da ja nicht frei von, das mal vorsichtig zu sagen. Aber wie ist das jetzt in der Gruppe, wenn ich da nochmal nachhake? In der Gruppe, die Leute kommen, wissen, dass vielleicht was bei ihnen auch nicht vollkommen ist, sind sie aber auch bereit, das von den anderen zu akzeptieren? Mit der Zeit schon. Also in dem Moment, wo ich lerne, meine eigene Unvollkommenheit anzunehmen, geht das auch auf die anderen? Da geht's an, dann wird also diese Akzeptanz im Grunde aufbereitet. Ja, das ist der Sinn des Trainings, dass die Menschen da lernen, wie das geht. Ja, jetzt könnte ich auch sagen, wenn ich mich annehme, wie ich bin, fällt es ja auch wesentlich leichter, den anderen anzunehmen, wie er ist. Oder erleben Sie das? Wie erleben Sie das, Frau Burgdörfer? Ja, also sicher. Es ist natürlich immer mit Fallstricken verbunden. Mhm. Selbst wenn man das als Programm eigentlich so im Kopf hat, ich weiß, was ich kann und was ich auch nicht kann. Also nehme ich das auch bei anderen so an und akzeptiere das.
unser Leben ist ja so vielfältig. Ich kann nicht annehmen, dass jemand in jedem Bereich ein Spezialist ist und perfekt. Und dann kommt es halt drauf an, ist das, was wir jetzt zusammen an Projekt oder an Aufgabe zu bewältigen haben, sind da unsere Kompetenzen so kompatibel, dass das halbwegs ein produktives Zusammenarbeiten ist? Oder muss ich sagen, nee, diese Aufgabe mit dem Menschen, das funktioniert nicht. Mhm. Da nehmen wir besser Abstand von. Jemand anders kommt vielleicht mit der Person in dem Bereich gut hin, aber mit mir funktioniert es nicht. Also ich meine, das ist ja auch unser Glück, dass, sagen wir mal ganz salopp, die Geschmäcker verschieden sind. Also ja, dass doch in der Regel jeder Mensch für irgendwen liebenswert ist. Mhm. Das mag ich nicht immer nachvollziehen können, aber das ist ja Gott sei Dank so, dass ich da auch nicht alles sehen und wissen muss, was jetzt vielleicht doch noch an Möglichkeiten und an Potenzialen da in jemandem steckt, der für mich erstmal ja so ein bisschen das Bedürfnis auf Distanz zu gehen auslöst. Wir wissen ja, jeder Pott hat seinen Deckel. Ne? Und es gibt ja auch Situationen, kenne ich auch, wo man sagt, also die zwei miteinander, das kann ja wohl gar nichts werden. Da könnte ich nie damit dramatisieren, sich schmunzeln vor sich hin. Ist Ihnen das, Sie haben ja eben schon so ein Beispiel, wo Sie sagten von der Wandergruppe, kann ich es nicht mit. Wie ist das mit dem Pott und Deckel und so weiter? Natürlich. Es gibt mit Sicherheit Menschen oder Beziehungen oder Paarungen, wo man sich hinterher sagt, nee, also die zwei, das ist ja unwahrscheinlich. Aber warum denn nicht? Wenn sie sich verstehen, wenn sie sich vertragen und wenn jeder mit den Fehlern oder mit den Defiziten des anderen umgehen kann, warum denn nicht? Ja. Und der Deckel kann ja schließen. Und wenn da ein kleines Löchlein drin ist, wo ein bisschen Luft neben rausgeht, dann erfüllt der Deckel im Topf oder auf dem Topf trotzdem seinen Zweck, finde ich. Und wir wissen ja, wir haben ja vorhin gesagt, also perfekt ist keiner, man strebt es an. Und gerade in einer Beziehung ist es doch gut, wenn man die Fehler des anderen sieht, sie erkennt und sich damit abfindet und sagt, okay, die Fehler hat er oder sie und damit komme ich trotzdem klar. Ja, vielleicht noch schätzen lernen. Es ist ja wie die Waagschale. Es gibt ja andere Aspekte, die wiegen viel schwerer und viel intensiver als die eine oder kleine andere Nachlässigkeit, wie Zahnpastatube nicht zumachen oder den Toilettendeckel nicht zu schließen. Das sind so banale Dinge. Ne? Der ein oder andere mag sich drüber aufregen, aber im Komplex ist das unterschwellig. Die treiben aber manchmal die Leute ganz schön auf die Palme. Natürlich. Die Zahnpastatube. Die regen sich gnadenlos aus, weil immer die Zahnpastatube offen liegen bleibt. Stellvertreter kriegt Schauplatz. Aber ich denke, hier drin pochen ganz andere Elemente und die sind viel wichtiger. Und dann verschwindet die offene Zahnpastatube oder der nicht geschlossene Klodeckel in ein Nichts. Ja, gut, das sind ja auch dann, wie ich schon gerade sagte, Stellvertreter-Dinge. Und Sigi, der Kampf gegen sich selbst, gegen die eigene Unvollkommenheit. Kennst du den? Ja, natürlich. Ich denke, jeder kennt den. Jeder kennt den. Du nicht? Ich bin es nicht so vermessen zu sagen, nein. Aber der Kampf gegen sich selbst auf der Arbeit, gibt es das da auch? Oder im Privatleben, in deinen Kursen und so weiter? Wie läuft das da ab? Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt schon wieder einen Fehler gemacht habe, den ich schon so oft gemacht habe und dann wieder dastehe und mich schlecht fühle, ja, und denke, schon wieder bist du da in diese Falle getappt oder so, dann ist es wichtig, sich zu sagen, das ist halt jetzt passiert, ich liebe mich so, wie ich bin und ich entwickle mich und das nächste Mal wird es anders. Und genauso gehe ich mit den anderen um. Ja, und die Alternative ist, sich weiter darauf aufzuregen. Wie kann ich nur und so weiter? Ja, man kann sich weiter aufregen, sich das Leben schwer machen. Ja. Es ist ja auch so, wenn ich Kampf gegen mich selbst führe, ne, das kostet Kraft und Energie und bringt mir eigentlich auch nichts. Ne? Sich schmunzeln. Ja, ich überlege gerade, wie fehlertolerant ist unsere Arbeitswelt jetzt gerade auch. Ne? Ja. Das
macht mir persönlich dann auch manchmal wirklich Sorge, gerade auch in diesem ganzen digitalisierten Bereich. Also wenn man da so sieht, welche Konsequenzen es haben kann, wenn ich hier ein Häkchen setze oder da ein Häkchen nicht setze. Also da denke ich mal, ist da noch genug Fehlertoleranz drin, um auch eben mal im Moment unkonzentriert zu sein oder eben auch im Krankenhaus bei OPs oder was auch immer. Also da, da wird es ja dann schon schwierig, ne? Wenn der Arzt dann hinterher sagt, ja, okay, ich habe halt einen Fehler gemacht, aber der Patient ist tot. Ne? Ja, ja. Das, also da gibt es schon auch Bereiche, wo das ja mit der Unvollkommenheit, also wo wir natürlich damit rechnen müssen, auch das sind Menschen, aber wir erwarten manchmal eben doch Vollkommenheit in den Kompetenzen, die wir jetzt gerade da abrufen wollen. Hm? Gut, es ist ja dann noch die Frage, wo ist das gerechtfertigt? Sie erwähnten das Beispiel Chirurg. Und bei dem Chirurg, der ist ja nicht alleine. Da ist ja ein Umfeld da und ich darf da eigentlich erwarten, dass das funktioniert. Ein Restrisiko gibt es immer, siehe Atomkraft. Wird alles getan und trotzdem ist ein Restrisiko da. So, und dass da natürlich die Situation anders zu bewerten ist als im täglichen Leben. Ich meine, wir sind ja nicht immer Operationen ausgesetzt. Aber im täglichen Leben, da kann ich doch einfach lockerer auch mit meiner eigenen Unvollkommenheit umgehen, Herr Matthies. Ich schon. Sie schon. Das heißt, Sie erleben aber auch andere. Aber die Gesellschaft, und da spielt jetzt in der Wirtschaft natürlich die Ellenbogentaktik eine große Rolle. Aha. Es gibt genug draußen, die nur darauf warten, dass du einen Fehler machst, um den dann für sich auszuschlachten. Nicht? Entweder um mich darauf hinzustumpen und sagen, guck mal, was du gemacht hast, ich bin viel besser. Das ist diese Ellenbogenmentalität, die macht sich immer mehr breit. Warum tun die Menschen das? Ist auch vielleicht eigene Schwächen zu übertünchen. Ja. Indem ich auf die Fehler des anderen hinweise, dann stelle ich mich doch in ein besseres Licht. Ja. Und in der Wirtschaft, der Positionskampf, das ist unumstritten, spielt eine ganz große Rolle. Der Ford hat doch mal gesagt, ich verbringe 80% am Schreibtisch oder mit der Regulierung von Sägen. 80% muss ich am Tag die abwehren, die an meinem Stuhl sägen. Ja, dieser Konkurrenzkampf oder dieses, was gerade Herr Matthies sagte, wie ist denn das in deinem Arbeitsleben gewesen? Krankenschwesternleben? Also das war schon heftig. Ja, also dieses ich bin besser als du Streben. Ja, also ich war ja Krankenschwester im Pflegedienst und ich denke, jeder tut beim Patienten sein Bestes, was er kann. Und dann gibt es halt immer Leute, die dann sagen, ja, also die Frau hat gesagt, dass ich habe das und das gemacht, dass du das nicht machst und so. Also dieser Konkurrenzkampf untereinander, der so viel Kraft kostet. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig glücklich, dass ich seit 2 Jahren Rentnerin bin. Also, dass ich damit nicht mehr konfrontiert werde. Ja, also Kraft kosten heißt ja, die steht dann nicht mehr für die eigentliche Arbeit zur Verfügung. Das geht bis zur Depression, also. Ja. Wenn jemand dann irgendwann alles tut und sein Bestes tut und irgendwann nicht mehr kann. Setzt aber dann voraus, dass er dann auch von den anderen, dass die das bewerten. Es ist ja letztlich dann ein Bewerten, ich bin besser als du und wieder in die Vergleiche rein. Und Bewertungen als Theologin, was sagen Sie denn dazu? Tja. Gnade. Ja, richtig. Gnade. Also mit mir selbst und mit anderen gnädig zu sein und auch demütig auf meine Möglichkeiten zu gucken, also eben mich nicht zu erheben, sondern zu sagen, okay, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, genauso wie der oder die andere auch. Und das gerade auch in Traupredigten sage ich das natürlich gerne, so den anderen mit den liebenden Augen Gottes anzuschauen und dann eben das Liebenswerte, die Ressourcen zu sehen und nicht die Fehler und die Mängel und die Unvollkommenheiten. Aber es muss natürlich auch das Zusammenkommen. Ja. Ne? Also wenn ich irgendwann keine Ressourcen und nichts Liebenswertes mehr entdecken kann, dann ist was gründlich schiefgegangen. Ja. Ne? Aber dann habe ich wahrscheinlich auch ein Problem mit mir selbst. Hm? Ja. Das, weil, ich meine, das ist ja auch eine Binsenweisheit inzwischen. Was ich beim anderen völlig unerträglich finde, ist ja oft was ich bei mir selbst unterdrücke und ablehne.
Und da ja, muss ich dann erstmal eigentlich an mir arbeiten, damit ich dann auch bei dem anderen vielleicht liebevoll auch etwas anschieben kann, anstoßen kann. Oder man muss dann eben auch vielleicht tatsächlich andere Wege gehen. Das Wort Demut finde ich eigentlich gut da drin. Ja. Sie waren ja 18 Jahre Presbyter und da haben Sie auch einiges erlebt in dieser Richtung. Ja, allgemein, aber speziell, ich wollte das vorhin schon auffassen, das war ein tolles Wort. Demut ist doch wirklich auch eine gewisse Erkenntnis der eigenen Unvollkommenheit. Ja. Wenn ich vor einem Berg stehe, den ich erklommen habe vorher, denke, das schaffst du nie. Und dann stehe ich oben auf dem Gipfel, atme durch, genieße die Höhenluft und gehe ein bisschen in mich und sage, Mensch, toll, du hast jetzt was geleistet. Und ich persönlich werde öfters demütig dann und sage, Mensch, hervorragend. Ob das gerade draußen in der freien Natur ist, nicht? Da merke ich, wie klein wir sind, wir Menschen, wie nichtig wir eigentlich doch sind, nicht? Und trotzdem sind wir Geschöpfe. Mit einem gewissen Anspruch ans Leben, aber wohl wissend, dass wir nicht 100% vollkommen sind. Ja. Denn wir haben die Natur nicht geschaffen. Ja. Wir leben in ihr. Finde ich sehr gut. Wir kommen so langsam zum Ende der Sendezeit. Und ich will nochmal dieses Wort Demut aufgreifen. Und Herr Matthies, Demut, Sie sagten das ja gerade, ist das eine Gnade oder ist es eigentlich eine Hilfe? Wie würden Sie es beschreiben? Wohl dem, der demütig ist und damit umzugehen weiß, der dieses Wort Demut auch leben kann, ja, der ist gut beraten. Frau Burgdorfer, wie sehen Sie das denn? Ja, also ich denke, als Frau ist es schon auch ein zwiespältiger Begriff, weil natürlich auch in der Geschichte Frauen oft gedemütigt worden sind und klein gehalten worden sind und selber ein sehr von sich selbst schlechtes Selbstbild hatten und eingeimpft bekamen. Also da ist manchmal auch die Situation, Frauen erstmal zu ermutigen, auch stolz zu zeigen. Also das war in meiner Familie ein... Also stolz zu sein, das ging gar nicht. Also das ist ja so ein bisschen der Gegenpart dazu, auch mal auf sich stolz sein zu können. Und da gibt es auch Frauen, die man dazu ermutigen muss. Und bei anderen ist es mehr dann, jetzt bleib mal auf dem Teppich, üb mal ein bisschen die Demut. Ich denke, das ist auch sehr situationsabhängig und abhängig von dem Menschen, den ich mir gegenüber habe. Ja. Sigi, du hast das Schlusswort, Demut. Ist es eine Erleichterung, eine Demut Hilfe? Demut ist für mich ein sehr berührender Begriff, der oft falsch verstanden wird. Also gerade von Menschen, die jetzt Atheisten sind, wird der Begriff Demut oft falsch verstanden. Also das ist für mich so ein großes Wort. Ich bemühe mich, demütig zu sein. Also es ist auch ein Weg dann. Hilft er? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Gutes Schlusswort. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, dass Sie hier Ihre sich selbst und Ihre Eindrücke und Ihre Erfahrungen aus Ihrem Leben eingebracht haben und hier so wundervolle Beiträge geleistet haben für unsere Sendung. Und bei den Zuschauern bedanke ich mich, dass Sie Gast bei uns waren und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Thank you.